24. Dezember 2021. Festive 500. Here we go. Dieses Jahr wird es, glaube ich, besonders schwer. Also ich bin gerade wieder im Vorpommern. Und hier schneit es unaufhörlich. Nachts bis zu minus 16 Grad. Übrigens, kennt ihr das, wenn man über Weihnachten bei den Eltern ist oder sonst so, im Jahr 10.000 Kilometer mehr fährt und dann heißt es, oh, bei dem Wetter musst du aber kein Fahrrad fahren, ruh dich doch mal aus. Und du denkst dir, I have one mission. Festive 500. Also Robi, wenn ihr wollt, dass ich für euch bessere Wintervideos aufnehme, sagt Bescheid. Mir wurde mal gesagt, ich bin von allen zu sehr gehypt. Aber ist nicht gerade das das Geile am Fahrradfahren? Dass es irgendwie immer schön ist? Ich bin aktuell mit SPD-SL-Pedalen unterwegs. Einfach mal, weil ich in den SPD-Pedalen im rechten Fuß immer noch und schon sehr lange Probleme habe, die trotz Bikefitting nicht wegkriege. Einziger Nachteil, bei Schnee kriegst du diesen Mist nie mehr aus den Pedalen raus. Ich weiß nicht, also die polnischen Landstraßen sehen halt sofort anders aus, ne? Ganz ehrlich, heute Morgen dachte ich noch so, hey, bei dem Wetter kannst du keinen Meter fahren. Jetzt bin ich hier mitten in Polen mit der Ausrede für meine Eltern Ketten zu kaufen. Hab übelst Spaß. Und gut, ich habe auch Glück, dass die Straßen frei sind. Ich fühle mich wie in Osteuropa. Oh, da erschreckst du dich. Du hast dich Polen und wirst vom Hund verfolgt. Schön. Tja, willkommen im Niemandsland. Hashtag polnischer Fahrradweg. Ich probier's mal, aber wenn nicht, fahre ich Straße. Ja, wenn ihr mehr von so einem Blödsinn sehen wollt, abonniert doch den Kanal. Ja, das ist Festive, ne? Another freak doing festival at snow. The weather is excellent. Yeah. With our yes. With this wheels, I wouldn't ride. Auf jeden Fall richtig cool, nicht alleine zu fahren. Und aber irgendwas knackt bei mir am Fahrrad. Shall we begin? So, endlich wieder auf Asphalt. Auf jeden Fall mega cool, dass ich kurz eine Begleitung hatte. Aber diese Geräusche am Fahrrad, die sind schon ein bisschen fürchterlich. Ich glaube, die Geräusche kommen von meiner Kette und dem Schaltwerk, welche einfach mal Schnee nicht so geil finden wie ich. Oh je, oh je, also Polen wird doch ein bisschen scary. Gerade vom besoffenen Typen angequatscht worden auf Polnisch, der scheinbar auch noch Geld wollte für Bier. Komplett blau. Oh je, oh je. So, jetzt ist gerade so ein bisschen der Punkt der Verwunderung. Ich habe 50 Kilometer und angeblich noch 30 Kilometer nach Hause. Ich verstehe nicht warum. Und es wirkt so, als wäre ich hier schon gewesen. Ja, Glückwunsch, Just Roadbike hat sich jetzt auch in Polen verfahren. Na,
Vielleicht lag es daran, dass ich auf dem Radweg mit dem anderen Fahrradfahrer gefahren bin. Vielleicht habe ich so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, jetzt habe ich 50 Kilometer, noch 30 Kilometer nach Hause, dann wären es nur 80, ist auch egal. Und ja, wir sehen uns.